willkommen zu deinem ersten Trainingstag im Löschzentrum für Content Management. Ich zeige dir heute, wie du schnell und effizient Beiträge von Usern löschst. 1000 Videos pro Tag mindestens. Danke, ich bin gespannt, wie das so abläuft. Ja, es ist ziemlich cool. Wir entscheiden hier über die Kommunikation von Millionen von Menschen. Schau, während wir hier sprechen, lösche ich ein Video nach dem anderen. Löschen, markieren, löschen, eskalieren, ignorieren. Löschen. Wie weißt du denn eigentlich, was du löschen musst? Nummer 1. Wenn eine Person oder auch zwei uns einen Content melden, zum Beispiel ein Video, dessen Meinung sie nicht ertragen, dann löschen wir es gleich mal. In letzter Zeit sind ja gefühlt besonders viele Videos gelöscht worden rund ums Thema Corona. Und besonders viele gemeldet. Schau, ich werde nach meinen gelöschten Videos bezahlt und bewertet. Und ja, es gibt Leute, die tun nichts anderes, als den ganzen Tag Videos zu verpetzen. Und unter uns gesagt, die Petzer, die machen meine Arbeit einfacher. Denn wird eines gemeldet, kann man schon davon ausgehen, dass der Inhalt schlecht ist. Und so muss ich es mir gar nicht erst anschauen. Ich entferne es einfach und erreiche somit mein Ziel von 10.000 gelöschten Videos pro Tag viel schneller. Aber wie kannst du das denn seriös abklären in der kurzen Zeit, ob eines gegen die Richtlinie verstößt? Gar kann ich eben nicht. Ich habe ja keine Zeit, alle Videos einzeln durchzusehen. Wir müssen schnell reagieren. Darum löschen wir erstmal und schauen dann später. Aber wird den Menschen so nicht das Recht auf freie Meinungsäußerung genommen oder zumindest beschnitten? Ich spreche ja jetzt nicht von Dingen, die strafrechtlich relevant oder ja, die offensichtlich total wirr sind. Und auch die Meldefunktion, die kann ja völlig missbraucht werden. Wen es trifft, den trifft es halt. Aber normalerweise sind es doch die Gesetze, die beurteilen, was man sagen darf und was nicht. Wir Social-Media-Plattformen, wir haben unsere eigenen Gesetze geschaffen. Wir zensurieren nach unseren eigenen Regeln. Wir beurteilen, was richtig und was falsch ist. Das erinnert schon ein bisschen an die Zeiten, als noch die Kirche bestimmt hat, was die Menschen zu denken haben oder wie das Universum zu sein hat. Alleine heute habe ich schon über 1000 Mal entschieden, wie das Universum zu sein hat. Okay. Welche Kriterien gibt es sonst noch fürs Löschen? Ja, alle müssen die gleiche Meinung haben, sonst ist es gefährlich. Sonst sterben Leute. Worte sind gefährlich. Traut ihr den Menschen denn nicht zu, auszusortieren, was Unsinn oder gefährlich ist? Und lässt sie selbst entscheiden, was sie sehen wollen? Also ich tue ja hier nur meine Arbeit. Unser Job ist es, jegliche Art der Information zu entfernen, die nicht der offiziellen Meinung entspricht. Ja, und in dem Zusammenhang löschen wir auch Beiträge, die den Leuten die Angst nehmen oder sie auch beruhigen könnten. Notier das, das ist wichtig. Wie meinst du das? Zum Beispiel, wenn jemand meint, er müsse seine eigenen Recherchen veröffentlichen, die ja sowieso immer falsch sind. Und da hatten wir neulich so einen Erbsenzähler mit einem Video über die Rohdaten der Pandemie. Der meinte tatsächlich, er könne da eigenständig Zahlen zusammenzählen und analysieren. Sterbefallzahlen, Intensivbetten, keine Ahnung, was er damit wollte. Irgendwie wohl den Menschen die Angst nehmen. Haben wir erstmal sofort gelöscht. Aber neue Informationen erhalten oder Meinungen zu hören, auch wenn sie mit der offiziellen Linie nicht übereinstimmen, gehört auch zur Entwicklung einer Debatte. Streiten über unterschiedliche Ansichten, das ist doch Teil einer freien Gesellschaft. Erkenntnisse können sich ja im Nachhinein ändern oder neue hinzukommen. Bei Covid war das ja tatsächlich so mit der Intensivbettenauslastung. Manchmal ist es doch auch gut, wenn man den Status quo hinterfragt. Ja, man kann ja immer noch im Nachhinein schauen, wenn Leute bewiesen haben, dass die Löschung ungerechtfertigt war. Sie also unschuldig sind. Verstehst du, was ich meine? Dann schaltet man es halt wieder frei. Aber normalerweise gilt doch die Unschuldsvermutung. Jemand ist erst schuldig, wenn es belegt ist. Nein, heute gilt, du bist schuldig, bis du das Gegenteil bewiesen hast. Aber das Löschen ist ja schon etwas willkürlich und auch schade für die ganze Arbeit, die die Leute da reinstecken. Man kann ja Beschwerde einlegen, damit wir es manuell überprüfen, aber tun wir nicht. Wir haben ja gar keine Zeit. Verstehe, was gibt es denn sonst noch für Löschkriterien? Ja, neulich hatten wir den Fall eines Wiener Psychiaters. Eines seiner Videos über die Covid-Impfung war zwar ganz knapp innerhalb der Richtlinien, aber da gab es ein paar falsche Kommentare dazu. Da musste gleich das ganze Video gelöscht werden. Ein Video bleibt dann in der Mehrheit der Fälle gelöscht? Meistens ja, aber der Creator, der kann ja noch einen Lawyer nehmen oder einen Anwalt. Hat ja dieser Wiener Typ auch getan. Das Video wurde wieder online gestellt. Das von dem Erbsenzähler übrigens auch. Aber das Gute ist ja, die normalen Leute, die haben ja meistens gar keine Zeit,
Zeit, keine Geduld und vor allem keine Kohle, sich einen Anwalt zu nehmen. Darum löschen wir einfach mal pauschal. Aber ihr kriegt ja auch Bußen, wenn ihr ungerechtfertigt Videos entfernt. Neulich musste YouTube ja 100.000 Euro für ein gelöschtes Video zahlen. Was sind schon 100.000 für einen Social-Media-Giganten? Na klar, kann man sich auch mal irren. Ich weiß ehrlich gesagt teilweise gar nicht, wovon die in ihren Videos überhaupt sprechen. Okay, gibt's denn sonst noch ein Kriterium? Wenn mir persönlich eine Meinung nicht passt, ein Content nicht gefällt, ja, dann lösche ich Beiträge. Auch einfach mal so. Ist eine gute Gelegenheit, ein paar ungeliebte Stimmen verstummen zu lassen. Aber lernen wir in dem Training hier nicht, unser Bauchgefühl und die eigene Meinung zu unterdrücken? Es gibt Leute, die mag man halt einfach nicht. Wenn da also mal einer ist, dessen Weltanschauung du nicht teilst, den du persönlich für gefährlich hältst, dann kannst du einfach mal so löschen. Corona-Rohdaten, wirre Feminismus-Kritik. Wenn dir einer mit Zensurgebrüll kommt oder mit seinem Freiheitsquatsch, löschen. Das ist der kleine Vorteil an dem Job. Mir scheint, Content-Moderation funktioniert nicht wirklich nach einem fairen Prinzip. Wir haben ja niemandem gesagt, er soll politische Videos oder Videos zu Corona machen. Was wir eigentlich wollen, sind Katzenvideos oder lustige Fails, ja vielleicht noch Schminktipps. Leute sollen einfach nur Videos mit ihren Hula-Hoop-Reifen drehen. Ist das denn so schwer?